Gut, dann wollen wir mal weiter. Ich habe mir was, extra was überlegt. Und zwar, die letzten drei Folgen waren immer so, sage ich mal, Mischmasch-Folgen. Mal hier, mal mit dem Charakter was gemacht, mal mit denen oder sonst was. Aber so genau haben wir uns einen Charakter gar nicht angeschaut, was er so drauf hat. Davor war der ja nur eine Runde da, sage ich mal, ne? 5 Minuten plus halt Final Match, klar. Aber ich habe mir überlegt, pro Folge schauen wir uns mal einen Charakter an. Früher oder später werden noch ein paar freigeschaltet, klar. Deswegen wäre das auch nicht verkehrt, wenn man da halt mal ein bisschen Rhythmus reinbringt. Und wir fangen dann, wir können ja, sag ich mal, ich mache jetzt das nicht hier per Reihenfolge oder so. Das ist dann wiederum, zu langweilig. Ich fische mir jedes Mal einen Charakter raus und den schauen wir uns dann halt in 2 Matchen an. 2 Matches betragen dann halt circa die, ja, die Folge. Vielleicht kriegen wir noch ein 3. Match durch. Hängt immer davon ab, wie lang die Folge sein wird und wie lange ich laber. Aber Fakt ist, wir werden uns auf jeden Fall mal auf eine Folge mit einem Charakter uns beschäftigen, und um da zu sehen, was er so drauf hat. Ist ja klar, ne? So, gut, dann wollen wir mal. Wir nehmen als allererstes Pac-Man. Warum Pac-Man? Weil ich unbedingt Pac-Man mal versuchen will, beziehungsweise ihn mal testen will, was er so drauf hat. Pac-Man! Hast du die Handschuhe? Kann man hier unten wechseln? Das schaue ich mir immer gerne an. Ja, so ganz, ganz gelb ist okay. So, dann wollen wir mal, Bin mal gespannt, was der gute Kauz hier so drauf hat. Aber das Spiel macht richtig Fun, muss ich schon sagen. Also wenn ich mir jetzt so noch überlege, Online-Match und so etc., das gibt ja nochmal so einen Schwung Laune. Und das ist einfach noch geil. So, zack, komm. Boah, der Schwede, was ist mit dem Pac-Man hier los? Alter, der macht guten Schaden, das muss man schon sagen. Also, unterschätzen würde ich den nicht. Oh, der explodiert hier gleich. Okay, der hat mich ein bisschen erwischt. Bisschen, nur bisschen. So, mal gucken. So schießt der? Okay, so zack, 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 zack. Schneller schießen. So wirft er was auf den Boden. Okay. Das ist hoch, ja klar. So. Was ist das denn? So, droppt er hier auf den Boden was? Okay. Interessant, interessant, muss schon sagen. Okay, gut. So wird er zum Pac-Man Original. Ohne Füße. Alter Schwede, der Pac-Man hier, den... Der hat vieles drauf, muss man schon sagen. Also noch was, hier in diesem Smash-Abenteuer kann man halt Trophäen auch sammeln. Die halt später ziemlich dann... Komm, geh mal weg. Also Trophäen kann man hier auf jeden Fall sammeln. Oh, da ist so ein Haus. Ein Haus, genau, eine Tür. Yeah. Okay, das kennt man. Wir müssen halt alle Scheiben hier weghauen. Man hat nicht viel Zeit. Um genau zu sagen, brillant, yeah, brillant, sehr schön. Alter Schwede, Pac-Man macht richtig Laune und ich habe da jetzt ein Item vergessen, habe ich gerade gesehen, shit. Also wie gesagt, dieser Wii-Trainer, der war, ich weiß nicht, den würde ich jetzt glatt, ich weiß nicht, als schlechtesten, ja, den schlechtesten kann ich ja noch nicht sagen, denn ich habe noch nicht alle getestet, aber der war ziemlich seltsam, würde ich mal so behaupten. Also klarkommen, ich weiß nicht, der war eher so trollig drauf. Zack, das ist wichtig, dass ich auch... Woo! Da unten. Da, geh runter. Nee. So, komm hoch, komm hoch. Bam! Nein, bam! Hier. Oh, yes! Yes! Nein! Das war noch knapp, das war noch knapp. Also man soll schon darauf achten, dass man nicht stirbt, ne? Weil wenn man stirbt, verliert man halt sehr viele Items und das ist das Problem. Auch die Werte gehen dann in den Keller. Und darauf muss man echt aufpassen. Aber bis jetzt bin ich eigentlich gestorben einmal. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Boah, alter Schwede, hat Pac-Man es drauf. Meine Fresse. Da sage ich zum Captain Falcon, dass er was drauf hat. Aber der hier, der geht hier richtig ratzfatz ab.
Pac-Man-Power. Ja, ich habe mal Pac-Man jetzt auch ausprobiert, wegen, klar, kennt man Pac-Man aus alten Spielen. Zweitens habe ich unter den Kommentaren gelesen, dass einer geschrieben hat, I love Pac-Man oder irgendwie sowas. Dann dachte ich so, ja gut, hier habe ich es schon mal gehört, dann habe ich auch im Forum mal gelesen, beziehungsweise in einer Gruppe, Pac-Man soll der krasseste Überpower sein, Übertyp. Und, ja, deswegen teste ich den auch. Na, schnell hoch, schnell hoch. Boah. Nein, nein, runter, runter. Bäh. Zack, 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 zack. So, zack, 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 mein Freund. Was? Was? Deine scheiß Attacke da bringt dir nichts, deine Kronleuchter-Attacke da. So. Ich hab einen Starman in der letzten Folge gesehen, der habe ich gar nicht so, sag ich mal, richtig drauf geachtet, dass er auch da ist. Was ziemlich auch geil ist, muss man schon sagen, man findet hier aus diversen verschiedenen Spielen, Spiele, beziehungsweise auch von, die es jetzt überhaupt nicht mehr so gibt, wie Starman, ne? Sehe ich jetzt eigentlich nicht so oft. Und den habe ich in der letzten Folge gesehen, nur selber jetzt drauf geachtet nicht. Erst nachhinein, wo ich meine Folge selber mal angeguckt habe, sah ich da auf einmal Starman rumhüpfen. Also rumhüpfen eher nicht, der steht ja nur dumm da. So. Starman. Oh, da ist eine Box. Komm denn? Ah, kann ich nicht, kann ich nicht. Fick, 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 fick. Aber egal, passt erstmal, das ist doch sehr schön. Und die Werte sehen nicht schlecht aus, muss ich schon sagen. Für die erste Runde, dass man so, sag ich mal, Pac-Man ein bisschen kennenlernt, ist das nice, ne? Ist das nice. Aber, wie gesagt, Werte nur bringen. Okay. Besiege möglichst viele Gegner, bevor die Zeit umgeht. So, warte mal kurz. Zack, alles weghauen hier. Zack, 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 zack. Die sind halt in einer parallelen Welt, sag ich mal so. Da kann man auch ihre Prozentzahl da unten mal sehen, wie die so drauf sind. Nein, 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 hoch, 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 oh, nein, weg da. Wow. Boah, was ist das denn? Die Bomben werden nicht kleiner, sondern die werden immer größer irgendwie. Nein, da weg, weg, weg. Boah, ich bin jetzt anfälliger gegen jeden Mist jetzt. So. Boah, Pac-Man geht so ab. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hoffe mal, wir haben das irgendwie gerockt. Das sah echt ganz gut aus, muss man schon sagen. Aber ich bin mir da jetzt unsicher. Was? Und? Pac-Man! Sehr schön. Ja, und wie man schon sehen kann, oh, eine neue Trophäe. Nebulak, Nebulak, Nebulak. Bogensnack, Verteidigung. Laserknarre Level 2, Hammer Level 2. Okay. Sehr schöne Trophäe. Wie gesagt, in diesem Smash-Abenteuer kann man halt durch diese Kisten sehr viele Sachen auch freischalten lassen. Das ist schon mal sehr nice. Eine Trophäe. So, dann wollen wir mal weiter. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt pro Folge einen schönen Charakter an. Und ja, halt mal gucken, was er so drauf hat. Und so kommt man langsam ins Spiel rein. Und dann kann man auch, sag ich mal, sein Goldstück auswählen. Ne? Weil sonst lernt man ja gar nicht seine, ja, seinen Lieblingschar kennenlernen. Ne? So, Fakt ist, einmal ein bisschen durchspielen hier. Nochmal Pac-Man dran. Wir nehmen jetzt mal eine andere Farbe. Dass es ein bisschen anders ist. Dieses Weiß fand ich eigentlich ganz gut. Wo ist der Weiß? Hier. Gut, dann wollen wir mal. Pac-Man. Ja, die Tage, beziehungsweise ich habe vorgenommen, vielleicht morgen einen Livestream zu machen auf Twitch TV. Thema natürlich Smash. Smash-Abenteuer. Ja, nicht hier Smash, aber halt Online-Kämpfe. Boah, das ist der so stark irgendwie. Ich muss den irgendwie voll feiern, ne? So.
So, zack, zack, zack. Sehr schön. Lolololo. Mich hält hier nichts auf. Absolut nichts. Außer diese Bombe, die mich jetzt ein bisschen nervt. Aber das ist kein Problem. Komm her. Nein! Da unten. Ich wollte eigentlich runter, weil da unten tut sich was. Boah, alter Schwede. So, hier. Yes! Jetzt habe ich eine fette Aura, das heißt... Meine Sprungfähigkeit, glaube ich, ist das. Ist besser drauf. Bäm! Oh, oh, oh. Da, ich muss das. Ich muss das aufheben. Immer schon alles aufheben. Ich will da nichts stehen lassen. So. Ich will da mal. Ich setz mal einen Teleport. Hä, wieso hat der Teleport nicht? Weil ich mich bewegt habe, oder was? Ich könnte kotzen da. Boah, geil. Das musste ich einfach mal einsetzen hier. Oh, shit, shit. Bäm! Und dann wieder zurück. Langsam kennt man auch die Map. Ich frage mich, ob man später hier auch eine andere Map kriegt. Oder ist das nur das Abenteuer hier? Das sieht dann halt so aus. Wäre viel zu schade, dass man... nur hier unterwegs ist, weil sonst kennt man ja nach einer Zeit jeden Winkel hier. Boah, ich muss zurück. Boah, was war das denn jetzt hier? So, komm, zurück. Was heißt zurück? Nach oben? Oh, hier ist eine Truhe. So, sehr schön. Hier noch oben was Schönes. Zack. Sehr schön. Gefällt mir. Hier haben wir die Truhe schon mal. Yes. Sehr schön. Zusatz. Push. So. Hey, wo sind die Gegner? Alle abgehauen. Alle keinen Bock mehr. Feierabend. Boah. Boah, geh weg. Zieh rein, du scheiß Viech. So. Okay. Nein. So, komm jetzt. Boah, jetzt geht's hier ab. Es geht ab. So, mein Freund. Da unten, nimm das doch. Sehr schön. Alter Schwede. Weil manche Gegner sind echt stark, manche sind halt ein bisschen low. Aber die starken, da muss man schon ein bisschen mal aufpassen. Besonders dieser Höllenhund. In Ketten, aber in der XXL-Variante. Der ist schon extrem. Der macht richtig Aua. Den darf man nicht unterschätzen. So. Na, wo seid ihr? Noch eine Minute? Ich bin jetzt anfällig fast gegen alles. Sehr schön. Sehr schön, alles schön einsammeln. Da, Essen, ist das Essen? Boah, yes. Bam. Ja, mit Pac-Man läuft's, muss man schon sagen. Mit Pac-Man läuft das hier richtig ratzfatz. Achso, noch eins, ich habe in der ersten oder zweiten Folge gesagt, da kann man unten seine Gegner treffen. Die sind in so einer, sag ich mal, die sind hier nicht zwar selber da, sondern in so einer anderen Parallelwelt. Wurde mir halt so gesagt. Ich selber habe es danach nachhinein auch gerafft, dass sie eigentlich nicht da sind. Man sieht sie halt nur auf der Karte. Verstehe einfach nur nicht, warum man die überhaupt sieht, wenn die unwichtig sind. Vielleicht hat das später irgendeine Rolle. Ich glaube, das Viech hier oben zieht mir gerne die HP weg. Also das Leben. Ja. Boah, 257%. Aber nicht mal einmal gestorben, das ist wichtig. Das heißt, alles, was ich jetzt eigentlich gefunden habe, ist auch nicht verloren gegangen.
Tempo sehr hoch, Angriff ist bei mir verdammt hoch. Alter Schwede, wenn jetzt jemand... Und die Abwehr, Angriff und Abwehr sehr hoch, also das ist ja schon mal ein sehr cooler Wert. Und ja, dann würde ich mal sagen, ab ins Finale. Abwehr-Smash. Jeder gegen jeden. Ja, es gibt halt fünf verschiedene Kampfmodis. Also das zum Beispiel halt, die anderen, die wir uns gesehen haben, mit 300% zum Beispiel, dass man anfängt. Oh, das ist eine geile Arena. Boah, die halten aber viel aus, die Kollegen hier. Komm her. So, warte mal kurz. Hier oben. Hier oben kann man auch kämpfen. Das ist geil. Oh, da ist eine Box. Oh, shit. Da hat es mich einmal erwischt gerade. Da hat es mich gerade einmal erwischt. Jetzt ist die Frage, habe ich das noch irgendwie gepackt? Nein. Er war ganz gut dabei. Little Mac. Ja, diesmal hat es nicht für einen Sieg gereicht. Da war ich mal ein bisschen zu low unterwegs, beziehungsweise habe ich gar nicht so viel Schaden ausgeteilt, wie ich gerade gesehen habe. Ja, leider, leider. Aber dafür sehr viele Items gefunden hier, muss man schon sagen. Okay. Smart Bomb, hoher Sprung. Sehr schön. Keine Trophäe. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, sind das die Items, die man halt jetzt komplett gefunden hat? Oder hat man die jetzt durch diesen Kampf bekommen? Da bin ich mal so unschlüssig, wie genau das funktioniert. Aber wir können uns auf jeden Fall nochmal für einen Kampf vorbereiten. Komm, einmal geht noch. Natürlich nehmen wir nochmal unseren Pac-Man zurück. Die ist immer in der schwarzen Variante. Gut, bei denen ändert sich ja nur hier unten die Schuhe. Und das reicht halt vollkommen aus. So, Pac-Man. Sehr schön. Verstärker. Selbst wenn du nur herumrennst und deinen Gegner angreifst, wirst du langsam stärker. Was du nicht sagst. Lololo. Waren das jetzt sehr viele kleine Strichmännchen da jetzt, die gerade da sich angefangen haben zu sortieren? Boah, die Musik kommt mir bekannt vor. Ich komme jetzt nicht... Woher? Irgendwo kommt die mir bekannt vor. Ich weiß ehrlich jetzt nicht, woher. Cool, ich habe einen Bumerang. Bumerang-Action. Boah, wo kommt die... Ich komme da drauf jetzt nicht. So, komm her. Komm her, mein Freund. Da haben wir mal die Schildkröte weggeworfen. So, hier ist eine Truhe. Sehr schön. Immer schön alles einsammeln. Die Musik gefällt mir sehr schön. Aber ich komme gerade nicht. Ich überlege die ganze Zeit, wo die herkommt. Das ist eigentlich voll einfach. Aber ich komme jetzt drauf nicht. Keine Ahnung. Nein! Nein! Da war was. Oh, da war die Tür. Nein! Sehr schön. Nochmal gepackt. Ich komme jedes Mal hier raus irgendwie, ne? Also, irgendwann ist das hier der... Perfekte Zeit, einfach den Hammer rausgepackt. So, komm hoch. Bumerang-Action. Oh, da ist noch oben noch eine Schatztruhe. Sehr schön. So, komm. Nehmen wir das auch mal mit. Bam, Junge. Vorne hier. Alles schön einsammeln hier. Alles einsammeln. Wir sind Messis.
Alles schön mitnehmen. Wieder so dieser Eistyp da. So, komm her. Juhu! Sehr schön. Der Hammer ist der Burner, ne? Also, wenn man den zündet, bei vielen Gegnern hat man eh, sag ich mal, schon mal die ganze Fläche geklärt. So, erstmal hier schön wieder hochlaufen. Hier waren wir eigentlich ganz am Anfang. Oh. Aua. So, komm. Nein! Boah, shit! Da wollte ich gerade die Bombe hin platzieren. Und dann. Nein, zurück. Nein, der lässt mich nicht. Oh, jetzt kommt der scheiß Wind hier noch. Zack, 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 zack. Komm her, mein Freund. Bäm, zack. Boah, sehr schön. Hier schön kassiert. Das nehmen wir alles mal mit. Brauchen wir alles für später. Ne, für später alles mal schön mitnehmen hier. Ah, wir haben schon... Oh, nee, schon wieder zurück. So. Ja, man muss sagen, der Pac-Man, der Herz drauf. Also, ganz ehrlich. Den soll man nicht unterschätzen. Den würde ich nicht so gern im Online-Modus begegnen, wenn man schon sehen kann, was er so drauf hat. Und wenn man den dann noch perfekt spielen kann. Oh, mein Gott. Ah, da war die Tür. Und wenn man schon gerade gesehen hat, ändern sich die Position von den Türen. Man kann nicht sagen, immer oben rechts ist die Tür. Ne? Hat man gerade gesehen, die war gerade eben weg. Die ist weg. Yes! Juhu! Bam! Yes! Sehr schön. Boah, da ist wieder diese große Schnecke. Smogon, ey, was will der eigentlich? Der nervt sowas von mit seiner scheiß Giftattacke da. So, komm. Wie lange habe ich noch? 8-7 Sekunden. Bam, 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 bam. Okay. Gut, diesmal war das nicht so eine erfolgreiche Runde, aber ich denke mal so, die ersten zwei sahen gar nicht mal so schlecht aus. Ja, die Werte Abwehr, außer Abwehr, da sind wir eigentlich ganz gut dabei, aber unten Com 1 hat auch eine verdammt große Abwehr. Gut, Finale. Mega Smash. Jeder gegen jeden. Einer Pokémon Liga. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Bereit? Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, da. Weg da, weg da, weg da. Nein! Nein, 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 Pac-Man, 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 hoch, 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 nein! Da hat's Pac-Man erwischt, da hat's Pac-Man erwischt, da kann ich nix. Ich muss zurück, ich muss zurück. Ich darf nicht zu lange so sehr entfernt bleiben. Das sind dumme Fehler, das sind echt dumme Fehler, wenn man halt nicht kalkulieren kann. Oh, die Attacke reicht da nicht aus, man fällt da runter. Gut, das war jetzt hier für uns wieder nichts. Shit, leider, leider. Ich glaube, irgendein Donkey Kong Typ hier. Diddy Kong, okay, gut. Ja, wir sind leider Vierter, aber es ist halt nun mal so. Die ganze erste Runde war gar nicht mal so schlecht, die zweite war wieder schlecht und die dritte jetzt wieder auch. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister, man muss da jetzt, sag ich mal, ein paar Mal hin und dann geht das eigentlich. Aber Fakt ist, dass man halt, sag ich mal, wieso wieder hier, okay, Teufelspakt, L-Level 1, seltsames Obst, Standard 2. Okay, gut.
Ja, wir haben jetzt dreimal mit Pac-Man gekämpft und dreimal mal geguckt, wie der so abgehen kann, was für Techniken er drauf hat. Vielleicht habe ich eine vergessen oder sonst was, aber die schauen wir uns dann halt nächstes Mal an, wenn ich es wieder weiß oder sonst was. Ne? Also, Pac-Man ganz, ganz stark. Also, den soll man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ein ganz guter. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge uns einen anderen Charakter an. Mal schauen. Jo, dann würde ich mich freuen, dass ihr das gute Video hier auch bewertet. Um jede Bewertung freue ich mich. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dahin, euer Zakadies.